Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 3. Die Reise des Battle-armen Helden. Ach ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Wir werden jetzt noch ein paar Sachen verkaufen, die wir bei uns führen, die wir nicht mehr brauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir aus dem Geld, was wir daraus gewinnen, noch einen guten Deal machen, bevor wir uns in den Turm wagen. Ja, verkaufen wir erstmal ein paar Sachen. Hexenschwert behalte ich einfach mal. Moment, lass mal kurz mal was abchecken. Bevor ich die Sachen verkaufe. Du hast noch irgendwie einen Vollmondring? Ach so. Ja, brauchst du ja nicht, ne? Kann ja eigentlich. Ja, einfach hier rein. Ja, wir haben viel Altes, was wir nicht mehr brauchen. Lederhut, Transfer. Kannst du noch tragen? Ich will ja zumindest gut rausgehen hier. Der Turban. Braucht den noch jemand? Nein, gut. Gut, dann verkaufen wir mal. Und guck mal, ob wir genug Geld haben, um hinterher noch was richtig Gutes zu kaufen. So. Wir haben 3 Turbane, okay. Stimmt, die haben ja die Gegner auch getroppt, ne? Einen Lederumhang brauchen wir auch nicht mehr. Ja, klingt fair. Einfaches Gewand kann auch weg. Die kurze Hose kann auch weg. Das Reisegewand. Bei den Eisenschutz bin ich mir gar nicht sicher. Nee, aber komm weg. Nee, weg. Hau weg, die Scheiße. Das ist immerhin viel Geld, was wir hier dafür bekommen. So, kaufen wir mal. Ihr kennt beides ganz vergessen. Eisenlanze. Ah, ich. Ja. Eisenklauen kann ich mir nicht kaufen. Eisenlanze gerade so, ne? Klauen. Ja, die Eisenlanze ist das Beste, was wir kaufen können von unseren Helden. Dann machen wir das. Machen wir. Kostet viel Geld, aber mehr Angriff ist mehr Angriff. Und das schadet wirklich gerade aktuell nicht. Gut, nee, da bin ich zufrieden. Dann haben wir zum Glück noch genug Gegenstände. Wir haben nur 3 Chimärenflügel. Benutzen wir, um den im letzten Part den Himmelsturm, den wir einmal kurz betreten haben, um wieder dahin zu reisen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir Glück haben und da gut durchkommen werden. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Weil es ein Turm ist. Und vor Türmen sollte man in einem Dragon Quest Spiel Angst haben. Ich frage jetzt natürlich, was ist mit den Shops, ob es hier Schätze gibt, ne? Wahrscheinlich schon. Was für Gegner gibt es hier? Ist auch ganz besonders wichtig. Wir greifen erstmal normal an, oder? Wir haben ja genug Zauberangriffe von unseren Partnern, die ja Multi-Hit-Attacken machen. Und ich hoffe, dass wir mit viel Geld hier rauskommen. Es ist. Ich muss jetzt aber gerade erstmal loswerden. Edge. Warum greift ihr alle so random an? Was ist hier versiegelt? Greift doch bitte erstmal die Krabbe an. Ja, genau deswegen. Ey, das gibt's nicht. Danke. Bis auf ihre Reichsstufe 12. Also wir sind schon gut gelernt. Also ich
Weiß ich nicht, habe ich gut gelevelt? Also, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß gar nichts mehr. Ich bin. Weiß ich nicht. Die Multiverlangsamung. Eigentlich empfinde ich mich schon als gut gelevelt. Was meinst du? Tom, Himmelsturm mag voller Monster sein. Wenn man schlau ist und ihre Schwächen ausnutzt, ist es ein Kinderspiel. Manche Monster sind verwundbar gegen Feuerzauber wie Fauchenknister. Andere sind wehrlos, wenn sie mit Windzauber wie Säuse traktiert werden. Kostet jedes Monster seine Stärken und Schwächen. Ich habe keine Zweifel, dass du und deine Freunde schnell herausfinden werden, was wirkt und was nicht. Es ist einfach nur eine Frage der richtigen Taktik. Ja, mag sein. Ich wollte gerade mit den Typen reden, aber hey. Hallo. Zornisse, ja, greif einfach mal an. Oder auch nicht, die haut ab. Ich darf schon wieder nicht zaubern. Tötet die Krabbe, danke. Ja, gut, ein Heilschleim kann man machen. Ein Doktorschleim, nicht Heilschleim. Der Doktor. Ach, hier wollen wir reden, ne? Das ist ein Haufen Banditen, die von dem Kerl angeführt werden, der sich selbst der grüne Rächer nennt. Der Turm hier ist ihr Versteck. Aber pass auf, je weiter du nach oben steckst, desto mehr werden von diesen Kanalien kommen aus ihren Löchern gekrochen. Oh, Zauberwasser ist halt so gut. Das ist so wichtig, dass wir das mitnehmen. Das ist so wichtig, das glaubt ihr nicht. Was sind das denn für Gegnertruppen die ganze Zeit? Immer wieder dieselben. Mit denen kann man keinen Multi-Angriff machen hier. Kann man nicht. Weil die alle einzeln stehen. Alter, bitte! Ein Verzweiflungsangriff. So läuft der Hase. Sind wir im ersten richtigen Dungeon? Nicht ganz. Wir sind im zweiten, aber. So ein Verzweiflungsangriff erwarte ich nicht so früh im Spiel. Da ist zumindest eine Kiste, das sehe ich. Okay, gut, ja. Müssen wir halt schauen, ob es sich lohnt, ne? Boah, was ist denn mit diesen Gegnern hier? Warum dürfen wir eigentlich alle zuerst? Ja, mach. Ach ja. Also ich werde jetzt keine Items verschwenden, nur weil da ein Gegner steht, ne? Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich werd mich jetzt nicht die Paralyse heilen extra, nur weil da ein Gegner steht. Aber wir bekommen viel Erfahrung, finde ich. Das ist wirklich so. Gut, nochmal mal zurück. Die deine Truhe da mitnehmen. Immer andere Gegner, oder? immer andere Gegner. Also ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man sollte mehr Level im Spiel. Andererseits empfinde ich es aber halt auch so, dass ich eigentlich gut genug gelevelt habe. Eine Kettensichel. Das ist schon mal ganz praktisch. Brauchen wir jetzt allerdings nicht. Wir haben schon was Besseres, glaube ich. Aber andererseits mag ich die Herausforderung am Spiel, dass mich das Spiel so ein bisschen herausfordert und sagt, ey. Wir zwingen euch zum Leveln. Ich mag das. Ich bin Fan davon. Das streckt das Spiel natürlich so ein bisschen, ne? Aber es ist an sich auch nichts Schlechtes. Wie schon gesagt, die Reise ist ja auch so ein bisschen das Ziel. So, ich will jetzt die Leiter hoch, ne? Ja, ich will die Leiter hoch. Boah, das wäre ja sinnbefreit. Da geht's ja nur wieder raus. Aber diese Konstellation, die ihr gerade seht, ne? Die ist ein bisschen gemein. Man kann jeden Gegner nur einzeln angreifen. Und zwei von den vier Gegnern rufen halt noch mehr herbei. Gut, der Dr. Schleim ist jetzt nix, ne? Aber trotzdem, gingen jetzt zwei Angriffe nur wegen dem Doktorschleim drauf.
Aber es gibt doch schon gute Erfahrungen. Also ich will mich ja nicht. Will mich auch nicht beschweren eigentlich, ne? Hab ich nicht vor. Wie viele Ebenen hat der Turm? Dann kann ich mich beschweren. Okay, da oben. Ja gut, das ist gut, wenn man weiß, wenn man genau sieht, wo man hin will, ne? Das finde ich mal ganz sauber. Boah. Ich muss erstmal die Raupe machen, die kann uns verlangsamen und ganzen Gedöns. Darf ich mal? Hä? Was ist los? Mach noch einen Ruf noch mehr. Ja. Es bringt nicht, die einzelnen Krabben zu erledigen, Leute. Weil da kommen immer mehr. Meine Güte, Gegenstände. Ach ja. Heilung. Ihr macht das schon, ne Leute, ihr macht das schon. So, jetzt aber bitte erstmal die ruhelose Rüstung. Danke. Misery, was ist denn da los? Also ich. Ja, was sagt ihr dazu, Leute? Was sagt ihr dazu? Ja, natürlich rufen die auch noch mehr Unterstützung dabei. Macht ihr gut. Komm, töte dieses Vieh. ...165 Erfahrung, weil die halt immer wieder ihre Freunde einfach holen. Ich denke, ich sollte mal so langsam anfangen, mal mir das gute Zeug, wie zum Beispiel das Weihwasser. Nee, Weihwasser nicht. Hä, wo werden das? Hä, bin ich dumm? Da ist das Zauberwasser. Meine Güte, ich dachte schon. Mir das mal ins Inventar zu packen. Ach Gott. Transfer. Mann, das ist so selten. Das ist so wichtig und ich verbrauche es halt für so einen Mist einfach. Ja gut, das kann ich auch direkt geben, ne? Komm. Ja, wobei, nee. Bewahre ich mir auf. Das bewahre ich mir auf. Bevor ich es nachher verballer, die letzte MP. Die letzten MP-Punkte vorm Boss oder so. Nee. Kikariki, danke. Aufwecken. Also die Pilze sind wesentlich umgänglicher, was das angeht hier. Endlich! Ich wollte gerade sagen, gut, dass ich die MP nicht verbraucht habe. So, weil Toffifee erreicht gerade ein Level ab und dann ist sie wieder voll. Und sie lernt sogar die Mittelheilung. Sehr wichtig. Meine Güte. Ach, komm, greif einfach an. Ah, bitte. Renn schreiend davon. Also langsam wird das, ne? So langsam kommen wir rein. Wir kommen so langsam rein in den Kampf hier. Wir passen uns langsam den unfairen Gegnern auch an wieder.
Ja, wir haben zu wenig gelevelt. Ich habe zu wenig gelevelt. Ja, weiß ich nicht. Scheinbar. Ein Zaubererstab. Dafür haben wir 620 Tacken ausgegeben, Leute. Hi. Schlürf. Miko besänftigt das Monster mit ruhiger Stimme und erzählt ihr von Montys Monstermanege. Schlapp. Hui. Das Geräusch. Das Monster eilt freudig fort, um sich bei Opa Monty vorzustellen. Wir haben Blub bei uns. Hallo, Blub. Ja, sehr schön. Das freut mich. Das freut mich weniger. Aber so gerösteter Pilz. Oh, einfach lecker. Einfach lecker. So ein Pilz was Lagerfeuer. So ein Stock. Ja. So natürlich kein giftiger Pilz, sondern ein guter Pilz. Wie viel Geld habe ich jetzt angesammelt? Das war 499. Also ist gefühlt farme ich mir hier 1 Million an Geld zusammen. Aber da gucke ich am Kontostand und dann ist einfach gar nichts. Setz doch nicht Säusel ein für ein Vieh. Greif doch einfach an. Also meine Partymitglieder, manchmal sind die nicht ganz so schlau. Aber 79 Erfahrung ist halt eine Menge. Das ist eine Menge. Da ist ein Krug, den Fass. Soll ich mal angucken. Ein Schutzsamen. Und Goldmünzen. Ah. Komm, ich greife einfach an. Die klonen sie doch eh wieder. Beziehungsweise rufen Unterstützung dabei. Ja, hab ich doch gesagt. Die greifen auch lieber den Pilz an, anstatt Krabbel. Okay. Ich heile mich auch viel zu oft, ne? Kann das sein? Ah, das sind ja 3 Kammern. Was ist hier los? Komm, zeig her. Ist hier irgendwo was? Also ich weiß nicht, was ich an diesem Turm schlimmer finde. Die Statusveränderungen die ganze Zeit. Oder die sich immer wieder klonen den Gegner. Oder dass ich meine RP schon wieder fast weg habe von Toffifee. Also ich weiß ja nicht. Gut. Hier scheint nichts zu sein im Gang. Doch, da unten ist die Truhe. Ein Bronzeschild. Das hört sich gut an. Ich hab zum Glück noch ein Zauberwasser. Transfer. Nimm du. Ja, bitte. Dafür kann der Lederschild raus. Mal Transfer. Du Toffifee. Nimm, besser als Topfdeckel. Alle Male. Nicht viel besser, aber... besser. Ja, aber ich will die den Krebs erledigen. Jetzt greift doch die Krebse da an. Ah.
Da hält nicht. Oh Jemini, oh Jemini. Da steht jemand. Eine Goldmünze. Geil. Eine starke Arznei. Hi. Dieser Ort ist seit Generationen die Heimat der größten Banditen. Ach, er strotzt so vor Geschichte. Und hier ist viele Monster. Nicht nur Banditen, sondern sehr viele Monster sind hier. Das hast du vergessen zu erwähnen. Gehören die auch zu den ganzen Truppen. Scheinbar. Sind wir bald da? Ich weiß nicht, alle 2 Meter kommt hier ein random Encounter. Also ich kann es nicht sagen, Leute. Das ist noch schlimmer als draußen auf der Oberwelt. Klar, Dungeon halt, ne? Immerhin lohnt sich das für das Geld. Hinterher. Ach ja, wir sind 2 von uns vergiftet. Ich glaube, wenn wir schnell laufen, kommen auch schneller Gegner. Kann das auch sein? Das kann auch sein, ne? Dass wir ja schneller laufen. Wir sind noch nicht da. Es geht noch weiter höher. Meine Fresse. Holy moly, was hat das mit den Encountern hier auf sich? Egal, ich greife auch gerne einfach so an. Mehr Platz für mehr Krabben, sage ich nur. Weil jetzt alle noch welche rufen könnten. Was sie wohl tun werden. Ein Schadenpunkt. Nice. Ich sag dazu nichts mehr, ne? Ich will dazu nichts mehr sagen. Hey. Danke. Hätte wirklich schlimm ausgehen können. Sehr schlimm. Na, ich kann mir vorstellen, dass wenn man schnell läuft, dass man schneller Gegner triggert. Goldmünzen. Ja, ich weiß nicht. Kann natürlich sein. Kann aber auch nicht sein. Ich will jetzt auch ungern meine Arznei-MP-Auffrischungskur da jetzt nicht... Also ungern verwenden für Toffifee. Ich hoffe, dass sie noch ein Level erreicht. Vor beim Boss auftauchen. Das wäre halt wirklich super. Da müsst ihr es nicht machen, wisst ihr? Aber 6. Wie viel Erfahrung brauchst du denn? Kannst du abchecken. Es geht ja. Verschiedenes. Status. Toffifee. Braucht 848. Also das wird, die wird nicht mehr aufgefrischt. Wenn hier jetzt der Boss kommt, dann wird es nicht mehr aufgefrischt. Dementsprechend benutzt das einfach. Und stellen ihre Taktik mal jetzt schon mal um. Beschütze mich. Oder? Um sich zeigen? Ja. Haben wir noch irgendwie was im Inventar, was wir irgendwie noch benutzen können? Ah, nee, hier. Wichtig ist nicht. Da auch nicht. Weihwasser. Haben wir starke Arznei? Nee, brauchen wir jetzt nicht.
Jetzt aber du noch mal rein, da, zack. Nimm mal mit. Hier. Zack, damit du noch mal noch heilen kannst. Und hier ist scheinbar noch ein Schatz. Ach, komm. Wieso sind hier immer so viele Gegner? Ich renn schreiend davon. Ich find's lustig. Muss diese Vergiftung jetzt sein? Ich hoffe, ich bin nicht vergiftet. Ich muss gleich mal gucken. Misery erreicht Level 13. Das ist schon mal sehr schön. Bringt das bei ihr jetzt nicht wirklich viel. Außer ein bisschen, ja klar, bringt immer was. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist noch eine Truhe. Oh mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Ein frommer Fingergriff kann eine geringe Menge MP wiederherstellen. Ist allerdings sehr zerbrechlich. Ja, bitte. Wir haben dafür leider, nicht mehr viel. Die verbrauchen sich. Ich weiß allerdings nicht, wie oft man das einsetzen kann. Aber das ist halt schon sehr wichtig jetzt. Da ist auch noch eine Truhe. Eine weitere Mini-Medaille, auch sehr gut. Also das, der Gebetsring, der war wichtig gerade. Warum dürft ihr alle zuerst jetzt, oder wie? Was läuft hier? Hör auf damit. Alter, was ist mit euch denn los? Alter, wieso macht ihr mal irgendwelche Mega-Attacken einfach? Irgendwelche Verzweiflungsangriffe, das gibt's doch nicht, was ist denn... Die wollen mich halt noch töten, vor Joma ankomme, kann das sein? Die wollen mich noch tot sehen. Ich werde dem Gebetsring einmal Toffifee geben. Nicht zum Anziehen, sondern ja, ihr wisst Bescheid. Da kannst du dich unterwegs wieder MP auffrischen. Guten Tag. Hey, schau mal. Sieht aus, als hätten wir ein paar unerwünschte Gäste. Ha, das hat uns gerade noch gefehlt. Lass mal schnell dem Boss Bescheid sagen. Ja. Haben wir hier noch Schätze? Kommen hier noch Gegner? Okay, hier kommen keine Gegner mehr. Das ist irgendwie gut. Aber Schätze sind hier nicht, dann hauen wir den Boss jetzt kaputt. Ja, den hauen wir jetzt kaputt. Dann werde ich Toffifee einfach jetzt hier benutzen einfach da, zack. Hier auch nochmal, zack. Noch hält der Ring. Auf geht's. Allah, du hast es bisher geschafft, nicht übel. Aber wenn du glaubst, dass du mich so einfach kriegst, bist du aber schief gewickelt. Ach komm. Hals und Beinbruch. Ach, was ist das, ey? Wirklich? Wirklich? Hä? Das ist total dumm. Hä? Ein Rubinreif.
Hä? Abwehr 8. Nimm du mal Kurando. Ja, bitte. Da. Ich meine, hallo? Nimm mir einfach. Stachelring. Perfekt für alle, die sich nach einem Leben als einsamer Wolf sehen. Genieße die Freiheit mit Steve. Nee, das nicht. Wir sind auf der Suche nach der Krone. Sind die ja gerade runtergesprungen? Was haben wir zu verlieren? Komm. Hey! Pah, du gibst einfach die auf, was? Na dann komm doch, wenn du unbedingt den Kragen Rasur willst. Ich will die Krone haben. Okay. Zauber. Ja, ja, los geht's. Fähigkeiten, Flammenhieb. Hau ich es mit einer weg, ne? Oh mein Gott. Ja, die halten ein bisschen mehr, die halten ein bisschen was aus. Grüner Henker. Multiple-Entschuldigung. Das ist schon mal ganz gut. Die benutzt die MP-Ring, um mich zu heilen. Danke auch. Ich halte Misery. Wobei, brauche ich gar nicht. Ich habe Toffifee bei uns. Eieieiei. Ich hoffe mal, ich vertraue es auf Toffifee. Ich will jetzt nicht sterben. Danke. Sehr gut. Jetzt gibt's auf die Mütze. Mein guter Nein. Nein. Ich kann nur einmal Flammenhieb einsetzen. Okay, ich muss aufpassen, dass ich jetzt immer voll heile, ne? Bam! Toffifee, du kriegst nicht die Erfahrung, die du verdient hast. 1142 Erfahrungspunkte. Knister und Abhärtung lernt Miku. Kurando erreicht Stufe 12. Peng, Magieentzug und Teleportation. Gib mir die Krone. Ist ja gut, hast du mich erwischt? Ich gebe dir die blöde Krone wieder. Lass uns wieder vergehen, ja? Nein. Versprechen, ihr werdet ganz neuer Mensch. Schuss mir die Ganaron. Lass mich einfach gehen, bitte, bitte. Nein. Okay, ja. Schön mit Ö. Da braucht man einen Storch. Boss, wir sind frei. Jetzt müssen wir nur eine Weile die Füße stillhalten. Schon leben wir wieder wie die Maden im Speck. Da ist der Bandito. Da ist der grüne Rächer. Das ist das Stichwort, Boss. Mist, vom Regen in die Traufe. Du bist ein Engel. Mach's hübsch, ja? Tada! Mach's hübsch? Was ist das denn? Nicht nachmachen, Leute. Nee, pardon. Sie haben sich davon gemacht, bevor wir sie schnappen konnten. Verstehe, doch die Krone ist nur in sicheren Händen. Ilri wird höchst erfreut sein. Held von Alian. Nur dank deiner Hilfe konnten wir die Krone zurückerlangen. Bitte dich, sie unserem König selbst zu überbringen. Er wird dir persönlich dafür danken wollen. Ich bin mir sicher, dass der Außenposten bald darauf wieder geöffnet wird.
Aber Kommentatore, was ist mit... Ah, Sisi. Ihr könnt das vergessen. Wenn Außenposten wieder geöffnet ist, benötigst du selbstverständlich noch die Tiabe Magica, die Zauberschlüssel. Wenn es in meiner Macht stünde, würde ich ihm dir sofort das Belohnung überreichen. Doch leider bin ich mir nicht sicher, wo er sich gerade befindet. Ich habe gehört, er soll irgendwo in der großen Pyramide in Wüste gen Süden versteckt sein. Da wäre wirklich... Ah. Ja, das wäre durchaus vorstellbar. Meine Männer und ich müssen zum Schloss zurück. Und zwar al più presto. Aber ich schwöre bei meiner Ehre, dass wir dich eines Tages für deine Güte entlohnen werden. Ich wünsche viel Glück bei der Suche nach den Schlüsseln. Möge die Götter mit dir sein. Hält die Krone. Und auf wie viel? Eine Königskrone. Wohl, das Alter nicht, dass wir die abgeben, oder? Immerhin Abwehr 13. Also. Ja. Hier, Toffifee, du bist die Königin. Zauber. Kurale Teleportation gelernt. Das heißt, wir benutzen Teleportation. Und reisen nach Korif zurück. Was machen wir noch? Ja, das machen wir noch. Das wird jetzt erstmal der letzte Part meiner Aufnahmesession. In der nächsten möchte ich nicht mit einem Toten an meiner Seite arbeiten müssen. Ach, die Kirche ist oben links, ne? Die Kirche. Ja. Weil da frage ich mich immer, was hat der Vergangenheits-Miku getan? Eigentlich bin ich schon 7 Minuten über der Zeit, ne? Ich weiß. Ich wollte unbedingt noch die Boss. Ich wollte unbedingt den Turm fertig kriegen. Unbedingt. Wiederauferstehung. Oh, 1700. Oh, das lohnt sich. Das lohnt sich. Ja, nimm. Der Turm hat sich gelohnt, was das angeht. Aber der war hart, ne? Teilweise war der echt hart. Also da, bei dem Spiel, sollte man echt nicht unvorbereitet weitergehen. Das ist echt Hammer. Nein. Aber hier machen wir nächstes Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da und abonniert, wenn ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.